Ja, herzlich willkommen zurück zu The Walking. Verdammt. Knapp daneben. Natürlich nicht The Walking Dead, ja, aber auch wer es noch nicht guckt, guckt es ja. Driving. Während wir hier schon fahren, und zwar in DayZ, ja, wir haben nicht ein Auto gefunden, spielen wir jetzt so weiter. Also Dennis, Nick und Norbert haben sich jetzt getroffen, quasi. Ja. Das ist eigentlich ein Zeichen von Verrücktheit, wenn man von sich selbst in der dritten Person spricht. Das ist Ich aber glaube schon ja. Hast du, passt immer Ja, noch. ich fahre. Okay, ist ja oft zu reden. Ich muss mich Guck zu. konzentrieren, ich fahre. Ja, Genau. du darfst den Guck Fahrer zu, nicht du fährst auf anreden. der falschen Seite, das ist nicht Sleeping Dogs, hallo. Entschuldigung. Ich genieße auch so lange mal die Aussicht. Ja, also die beiden können jetzt, Norbert und Nick, fahren gerade nicht. Ich muss hier das Auto lenken, das heißt, ich habe es ein bisschen schwieriger, weil die Steuerung ein bisschen bockig ist. Ja, sag ich ja, ne? Das Problem ist, man kann mit den WASD-Tasten zwar lenken, aber die Maus lenkt auch. Also man fährt auch dahin, wo die Maus hinzeigt. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man geradeaus mit der Maus zeigt, Ja. weil sonst kommt man sich in die Quere selber. Die beiden können sich entspannen, müssen aber auch ein bisschen gucken, weil die können nämlich Ah, dann sind wir bald, ach, dann sind wir gleich bei Tscherno drin, ne? Hier war nämlich der Bahnübergang. Genau. Okay. So, Also ich muss jetzt jetzt ganz klar. vorsichtig gucken, wo wir unser Auto anhalten, ne? Ja, wir fahren Also wir. jetzt. Erzähl du ja. Ja, ich erzähle schon immer so viel. Oh, da sollten wir noch Wollen wir einmal. in die Scheune mal Scheune reingucken? hat uns immer viel Glück Dann gebracht. fahren wir nach links einfach hin, oder? Ach, rechts die Scheune, meinst du? Scheune, genau, da haben wir das letzte Mal. Oh, warte mal, ich muss jetzt mal hier irgendwie in. Ja, also Vorsicht, auf dem Rasen fährt es sich ganz schlecht, ja. Schon mal, also, wollt ihr schon mal. Norbert läuft schon mal los. Ich Links fahre ist auch noch mit. eine Scheune, oder? Was ist Ja, das? geh mal zu der rechts hier, zu der weißen. In der Fahrt aussteigen ist vielleicht auch nicht, aber mir ist Ja, nichts passiert. lass bleiben oder. Auch tatsächlich. Oh, da sind noch Zombies, aber ich knipse jetzt einfach. Oh, viele. Was denn? Zwei Zombies. Kann mir jemand helfen von euch? Ja, ich bin ja draußen. Ja, macht ihr mal, ich mach das Auto Ja, mal wir haben erstmal dich zu. jetzt entdeckt. Okay, ich versuche jetzt einfach mal umzumeucheln. Okay, der Motor läuft, Leute, also wenn es nicht mehr geht, Kannst du abschalten? lootet die Zombies. Ja, ich weiß. Oh nein, ich Blute, blute. Scheiße. Hast du noch eine Hast du eine Bandage? Bandage? Sonst gebe ich dir. Vorsicht, da ist noch ein Da Zombie, kommt das noch ist ein ein Zombie, Zombie. ich seh ihn. Wieso habt ihr das denn? Ja, habe ich noch. Na, dann bandagier dich mal schnell. Keine weiteren Zombies in der Nähe. Hier hinter am Also. Haus ist noch einer, den schnapp ich mir jetzt mal. Okay. Ich loote die mal kurz. Loote die und dann. Eine Soda Can, sehr praktisch. Super, dann haben wir alle was zu trinken. Scheiße, Ich loote immer noch, wie geht das denn? Ich habe mich doch gerade verbunden. Das kann eigentlich gar nicht sein. Mach mal Rechtsklick, genau. Darfst es jetzt auch nicht unterbrechen, also. Achso, da kannst du Das daran ist so ein liegen. bisschen buggy, das kann. Wir haben ja schon Kann ich schon gemerkt. closen eigentlich? Nee, nee, alles. Lass alles, wie es ist. Jetzt aber. Jetzt kannst du. Ah, und Ken, Pester. Super, also zweimal zu essen. Ihr seht da, wie gut das läuft. Hab ich jetzt, was hab ich? Benzin? Leute! Mehr Glück kann man ja gar nicht haben. Kann ich das gar nicht direkt aufnehmen oder wie? So, ich laufe hier mal ganz vorsichtig hoch. Okay. Ja, läufst du da hoch? Ich gehe auf der anderen Seite hoch. Robert, bleib mal unten bitte. Mir ist lieber, wenn einer unten Wache hält. Jetzt hier ganz vorsichtig, weil hier kann man leicht runterfallen. Ich habe auch noch was zu trinken gefunden, glaube ich. Ich habe eine Bandage gefunden, super. Und ich hab ne Coke und zwei Pepsi gefunden, Leute, Aber ey. ich habe Sardinen gewassen, hast du? Hier ist Hammer. noch eine Axt Ich und habe gar keine einen Sardinen gefunden. Benzinbehälter. Nimmst du auch noch, nimm den Benzinbehälter auch noch mit. Die können wir ins Auto packen. Hier ist auch noch eine Axt. Ah, Sardinen, wirklich ist ja Aber das. die Axt Super. kann ich nicht mitnehmen, ne? Nee, die Axt kannst du nicht mitnehmen. Wir haben aber auch alle eine Axt, ist also egal. Ja. Was? Session Ghost. Nein! Dennis? Nick, bist du noch da? Ich bin da, ja. Bist du Aber bei dir auf Session Ghost. Abgekackt. Nein. Och nein. An sich müsste alles so gespeichert sein, wie es ist. Okay, Leute, wir sehen uns gleich Gleich wieder. wieder, genau. Okay, wir sind wieder da. Es war ein bisschen schwierig. Der Server ist irgendwie abgeschmiert. Wir sind jetzt wieder nach 10 Minuten auf dem Server alle gejoint. Gott sei Dank sind wir an unserem Auto wieder aufgetaucht, direkt, also an dieser Scheune, wo wir zuletzt waren. Warum Nein! steigst du denn aus? Ah, Norbert steigt hier sinnlos aus. Warum bindest du die Schuhe zu? Ja, wirklich. Du musst aussteigen, um dir die Schuhe zuzubinden. So, wir fahren jetzt weiter Richtung Tscherno. Zu dieser Tankstelle, die wir da gesehen haben. Genau. Pass auf, das ist ein Entschluss, also musst du über die Brücke. Ah, ich muss über die Brücke. Das ist ja blöd. Ja, ist ja kein Problem, Zombies sind ja nicht so schnell, das hätte ich jetzt. Ja, stimmt, wir haben ja ein Auto. Soll ich mal hupen? Oh, Nein. ich hupe. Achtung, jetzt. Doch da. Ah! Dennis! Vorsicht, fahr jetzt nicht in den Fluss. Genau, mach uns aufmerksam. Leute, wir haben ein Auto! Wir haben ein Auto! Kommt her! Tötet uns! Hä, wo sind wir So. jetzt auf der. Wir sind Wir auf sind auf dem rechts ist kleinen Dorf, ja, glaube rechts ich. ist eine Kirche, wa? Was ist das hier?
Ja, genau. Okay, mal, sind wir richtig? Ja, weiter, immer weiter. Jetzt müsst ihr, ich fahr geradeaus. Als nächstes müsst ihr gleich rechts zur Tankstelle kommen. Okay, ich fahr dann aber übers Gelände. Wir da ist die Tankstelle, da ist die Tankstelle gerade. Haben ja aber auch einen Jeep, also ist es ja okay, wenn ich hier querbeet fahre. Ja, immer kein Fahrrad, das ist halt. Kein, genau, nicht ein doofes Fahrrad. Ja, nur der Fahrrad. Warte mal, da hast du gleich einen Tankdingens. Ja, halt die Klappe. So, steigt einer aus und guckt drin. Ich schau rein, Ja, am besten ich steig aus, weil ich bin am Richtung. Ja, mach mal. Okay, dann steigt Norbert wieder ein. Ich habe jetzt meinen Motor ausgeschaltet, aber ich kann ja sofort wieder den anmachen. Ja, ich halt mal ein bisschen Ausschau. Oh. Du kannst da rangehen an die Tür und ich glaube, du kannst sie öffnen. Ja. Ja. So, Tür geht auf. Hier ist in der Tankstelle ist rein gar nichts. Schade. Gut, dann guck nochmal auf der anderen Seite kurz, aber hier ist auch nichts außer Zombies in der Ferne. Kannst du an diesen großen. In diesen weißen. Nee, kann man nicht reinsteigen, meinen weißen. Nee. Panzer. Was ist ein Lightfire? Kann ich damit was machen? Barrelfire mit der Säule? Was passiert, ja, wenn ich da was mache? Oh, ich kann die anzünden. Scheiße. Hast du es gemacht? Ja. Ich sehe es aber nicht. Da brennt. Die brennt. Die brennt. Du musst einsteigen, da kommt nämlich ein Zombie aus der Ferne. Na komm, steig ein. Ah. So. Also, wir müssen hier weg, hier können wir nicht stehen. Ja, ich fahr. Ja. Oh, man kann den Zombie nicht überfahren, ist halt. Nee, ich glaube, das funktioniert so leicht nicht. Ich fahr jetzt mal durch den. Also hier am Stadtrand lang. Upsa. Da läuft mir doch glatt ein Zombie vors Auto. Und dann könnt ihr mal zum Krankenhaus laufen. Zum Krankenhaus gehen. Weil das hier echt gefährlich ist, weil hier so viele Zombies sind. Ja, das ist auch, aber im Zweifelsfall. Pass auf, den habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Oder beschädigt oder so? Nee, sieht immer noch genauso unbeschädigt aus wie vorher. Aber es ist auf die Scheibe, die ich eingeschlagen habe. Hast du die Scheibe eingeschlagen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Also ich hab gesehen, wie du geschlagen hast. Ich hab die Scheibe getroffen. Wer hat nämlich da gerade in die Straße reingemusst? Nee, hier ist das Krankenhaus. Achso, okay, dann gehen wir mal rein. Ach nee, oder? Warte mal, aber hier ist auf jeden Fall auch was. Nee, ist aber nur ein Eingangsbereich. Da kommt von hinten was. Du hast recht. Oh. Da kommt ein Zombie. Okay, dann fahre ich jetzt mal hier die nächste Straße links rein. Du kannst doch gerade ausfahren, da ist ja auch noch ein Krankenhaus, ne? Nee, wir nehmen jetzt mal das, was hier ist, würde ich sagen. Okay. Hier, das ist nicht das Krankenhaus? Nee. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, du bist da nicht ganz richtig. Ich glaube, du bist zu früh abgebogen. Nee, zu spät abgebogen. Autsch. Ja, das hat das Auto nicht beschädigt. Das war zu langsam. Fahren wir nach links jetzt? Ja, ich muss über den Bahnübergang erst rüber. Wo ist denn dieses Ding? Links, nochmal links. Nee, jetzt hier rechts würde ich langfahren. Mann. Ja, doch, rechts, richtig. Okay. Ich vertraue euch jetzt mal. Ich kann mich jetzt... Und als nächstes müsst ihr dann... Ja, doch, links müsst ihr jetzt ins Krankenhaus kommen. Genau. Oh, ups, Entschuldigung. Du hast das Verkehrsschild mitgenommen. Mach, jetzt fahr weiter. Ah, da ist es. Ich sehe es. Langsam, genau, damit wir hier nicht noch einen Zombie anlocken, den wir nicht anlocken müssen. Ich fahr noch euch direkt vor die Tür. Oh, das ist schlecht, das ist eine Sackgasse. Steigt mal aus, ich wende so lange, damit ich schnell wegkomme. Ihr müsst die Scheiben einschlagen, ne? Und dann durchsucht alle Kisten, ganz wichtig. Wir brauchen Blutpacks, wir brauchen Morphium, wir brauchen eigentlich alles. Hab ich jetzt geblutet? Nee, dürfte eigentlich nicht. Ah, scheiße. Wie suche ich denn? Na, genauso wie immer, also hier Inventar. Genau, ich habe 10 Bandages sind hier drin. Nimm so ich viele. Ich habe auch 10 Bandages, 5 Blatt. Ja, genau. Epipens habe ich. Aber ich hab Morphium Injector. So viel Platz habe ich bei mir nicht. Scheiße, hier draußen sind 4 Zombies. Ich nehme mit, was ich kriegen kann jetzt. Nehmt alles mit, könnt auch in den Rucksack Sachen einpacken, ne? Ich komm auch mal kurz rein, Guck mal, was hier alles ist. Ja, ich mach die Engine aus, ich geh raus. Noch Painkillers? Ja, nimm Painkillers, braucht man nicht so viele, da reicht's, wenn jeder 2 dabei hat oder so. Ich komm rein und sammel auch. Ich hab ja anscheinend ganz viele Magazine, aber ich kann das alles nicht aufnehmen. Da sind 2 Bandages, die 3 Epipens passen da noch rein. Brauche ich hier diesen Bolzen? Ich pack mal meine. Also. So ein Steelbolt, ich pack den aus, ne? Dafür nehme ich noch einen Morphium-Injector mit. So, genau. So. Da ist das einer von hinten. Pass auf hinter euch! Ja, ich sehe ihn. Hast du? Da ist noch einer, Vorsicht. Wie lustig das aussieht, ey. Vorsicht. Geh lieber wieder ins Gebäude rein, Norbert. Ah, du blutest. Ich blute, ich hab aber genug Bandage bei. Nick blutet, meine ich. Weiß, wer ist?
So, wo ist denn jetzt mein Menü da? So. Hier ist nochmal, also hier ist ganz viel. Verbinde ich erstmal, ne? Hast du schon gemacht? Ja, mach ich, ich bin gerade dabei. So, Bandage, ich sammle jetzt auch erstmal ein. Ich habe ja den größten Rucksack von uns, ich habe ja einen größeren gefunden. Ich habe ja zwei Bandage. Da ist noch ein Zombie. Okay, passt auf den Zombie auf. Okay, Blutpacks. Wir können uns gleich mal Blutpacks anlegen, damit wir wieder alle volles Blut haben. Ja, das sollten wir auch machen. Muss uns mal zeigen, wie das geht. Weil jetzt ja, ich hab's auch noch nie gemacht, aber wir werden das gleich mal machen. So, ich nehme jetzt. Mann, warum stirbst du denn nicht? Ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich mitnehmen kann, oder? Was ist Epipen? Was macht das? Epipen, wenn diese Sanduhr kommt, dann okay, kannst du den anderen damit aufwecken, weißt du? Wenn der gerade diesen. Hinter dir, hinter euch, draußen, Zombies. Ja, ich krieg den nicht getötet. Also hier kriegt man ja. Ah, rettet mich, rettet mich! Tötest du den Zombie nicht tot? Ich krieg den nicht tot. Der kippt nicht um. Doch. Epi. Machst du? Ja. Keine Ahnung, warte mal, ich gif mal Painkillers, ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee, ich brauch deinen Epi-Pen, denke ich, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Wobei, jetzt ist auch egal, du kannst den Sand ablaufen lassen, aber ich blute auch. Okay. Gib Epi-Pen-Regel. Du kannst, ach so, weil ich den im Rucksack hab. Gib ihm den. So, da sind ganz viele Zombies am Rand. Ja, kommt ins Gebäude rein und da sind wir sicherer. Kannst du reinkommen? Komm rein. Soll ich dich verbinden für dich? Ich blute. Ja. Lass mich erstmal hinten in die Ecke gehen. Geh hinten in die Entdeckung. Norbert, bewach mal vorne, ich Ja, da kommt noch ein anderer Typ. Was, ein anderer Typ? Doch, hier ist ein Typ. Ach du Scheiße. Verbind dich mal, wir beschützen dich so lange. Ich bin verbunden, aber jetzt brauche ich auch Blut, ne? Aber der ist weg, der kann nichts machen. Der ist gleich tot. Ja, ich sag mal friendly, ne? Ich hab mal friendly gesagt. So, Nick, bleib mal stehen. Ich werde dir jetzt mal ein Blutpack anlegen. Ja, also ich bin noch nicht komplett tot, aber das ist jetzt auch zum Grau hin, ne? Ich darf jetzt unser Auto nehmen, meine ich. Ach du Scheiße. Okay, warte, jetzt wird's gerade interessant hier, glaube ich. Komm, lass uns erstmal ins Auto laufen. Lass uns zum Auto laufen. Ey, jetzt erschießt er mich! Ey! Scheiße, bleib drin! Bleib um Gottes Willen drin, Nick. Hi, friendly. Hab ich doch. Interessiert den nicht. Wo bist denn du? Ich bin drin. Norbert. Norbert ist tot. Norbert war draußen. Ist direkt vors Haus gelaufen. Und du wurdest also schon. Also bist tot oder? Er ist tot. Er ist richtig tot. Da siehst du es doch. Ja. Ach du Scheiße. Nick, bleib mal kurz stehen. Ich gebe dir kurz die Bluttransfusion. Dann hast du wieder wenigstens volle. Soll ich dir auch eine geben? Ja, mach mal. Na, wenigstens habe ich jetzt auch wieder volles Blut. Stimmt, Norbert brauchen wir keine Verschwendung. So, was ist Bloodpack? Wie wende ich das an? Einfach auf mich, also du musst es in deinem Inventar haben, nicht im Rucksack oder so. Genau, ist im Inventar. Dann einfach auf mich, Mausrad runter und dann Bloodpack. Achso. Okay. So, ich nehme noch ein bisschen was mit hier, ich habe noch Platz im Rucksack. Können wir später auch noch ausladen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ey, wenn jetzt unser Auto weg. Meinst du echt? Das Auto ist weg? Ja. Ich weiß es nicht. Hat er es geklaut? Er ist die ganze Zeit mit dem Auto rumgerannt, ich weiß nicht. Ist noch da? Ich sehe kein Auto. Nein. Nein! Ey, das gibt's doch gar nicht. Fuck. Ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ey, wir haben alles und er klaut uns das Auto. Und warum? Weil wir uns von unserer Strategie abgewichen sind. Ja, wir sind von unserer Strategie abgewichen. Ach, komm hier, reiß dich zusammen und stirb. Scheißkerl hier. Ach Gott, wie blöd das alles ist. Geht mal besser. Okay, komm, lass uns rein. Wir gehen erstmal rein und wir machen jetzt erstmal die Pause zu Ende. Machen erstmal die Folge zu Ende. Machen wir die Folge zu Ende? Genau. Okay. Also, scheiß Ende, ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ja. Seid nicht zu traurig, wir kriegen schon irgendwie das wieder hin. Also, macht's gut.